Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht's mal wieder weiter am Bilzerberg. So, jetzt überlege ich, was ich euch am Auto zeigen darf. Ich weiß nicht, wann dieses Video kommt, aber wir haben umgebaut. Erste große Problem war, wir hatten ja den Motor draußen, ist tatsächlich der Flansch rausgewandert, hat dabei das Differential kaputt gemacht. Wir haben jetzt auf die Schnelle kein Ersatzteil bekommen. Das heißt, jetzt gerade ist ein Seriengetriebe ohne Differentialsperre drin. Also Seriengetriebe war vorher auch. Diesmal keine Sperre drin. So, mal gucken, wie sich das fährt. Zusätzlich Ansaugbrücke abgehabt, einmal geplant und dicht gemacht. Sonst eigentlich soweit alles beim alten geblieben. Doch, hier haben wir jetzt so einen fetten neuen Hauptbremszylinder in XXL. Dann fühlt man auch, Bremsdruck ist brutal hart jetzt. Jetzt hält die Spoilerlippe vorne, da kommen wir später drauf. Aber sie ist verbaut, wollte ich euch nur einmal zeigen. Ja, ja, aber das. Und hier drin hat sich auch was getan. Wir waren bei Recaro und es gab mal einen anständigen Sitz hier. Ja, Reifen sind wieder in Heizdecken, ist alles gleich geblieben. Das Kippen von dem Auto probieren wir in den Griff zu kriegen heute mit vorne 5 mm mehr Spurplatte, hinten 10 mm mehr Spurplatte als letztes Mal pro Rad und vorne einen härteren Stabi drin. Wir hatten damals bei H&R gleich drei verschiedene Dicken gemacht. Das ist jetzt der dickste, der härteste, in der weichsten Einstellung. So ist grob der Plan. Mal gucken, ob das ohne Sperre überhaupt geht. Ich hoffe aber. Ja. Wollte eigentlich viel mehr verändern, aber es war jetzt so schnell wieder der Tag, dass es halt so ist. Den haben wir mal auf ein bisschen schräg gestellt. Wir hatten mal ein bisschen mehr Aero. Das heißt, Ziel für heute ist es, wieder ein bisschen zu fahren. Achso, ABS-Sensor und Radlager neu gemacht. Das heißt, wir gucken, ob dieses Schlackern weg ist, dass ich immer einmal die Bremse treten muss. Wir gucken, dass das ABS geht. Wir gucken, dass alles dicht ist. Das heißt, ich habe jetzt passend wieder Taktung rausgenommen, weil er sonst viel zu viel machen würde. Will jetzt aber ganz gerne eigentlich mal Richtung 2,2 bar im vierten Gang. Also das ist jetzt das, was wir auf dem Prüfstand abgestimmt hatten, 330 PS. Oder? Das müssen wir jetzt als allererstes mal herausfahren und testen. Ne? Und dann mal gucken, wie überhaupt das funktioniert mit ABS vorne, wenn er vorne mal bremst und so weiter. So ist der Plan. Ich würde sagen, wir stecken die Pellen mal drauf, ich rolle mal eine Runde ein und dann halte ich euch im Laufenden. Weil im Auto was erzählen ist A, akustisch schwer und B, kriege ich es fahrerisch nicht hin. Wenn ich wirklich versuche, auf letzte Rille zu fahren. Ne? Deswegen, ja, halte ich auf dem Laufenden. Los geht's. Ja, wir haben hinten mehr Platten drauf gemacht und da jetzt schleift es hinten so, dass es angeblich qualmen sollte. Deswegen haben sie erstmal rausgewunken. Dann müssen wir ein bisschen Platte wegnehmen. Machen wir was anderes drauf. Die anderen drauf oder dabei? Ja, die sind in der Kiste. Ja, dann los. Ich hätte jetzt gesagt, schleift sich weg. Ja, eigentlich auch, ne? Obwohl eigentlich einer reicht, ne? Da hinten. Ja, einer reicht hier. Kannst du noch ein bisschen hochheben, bitte? Was machst du jetzt gerade? Ich habe jetzt meinen Fehlerspeicher vom ABS ausgelesen, weil ich sehe im Tacho, dass es ein Fehler war. Und es kann tatsächlich sein, dass der nicht damit zurechtkommt, dass das Rad so unterschiedlich links, rechts dreht. Okay. Also er sagt ein Fehler, dass links und rechts zu krasser Unterschied ist, weil ohne Sperre jetzt halt dieser krasse Unterschied da ist. Jetzt muss ich einmal kurz gucken, ob man das konfigurieren kann oder nicht. Also einfach mal hinten 10 mm Platten weggenommen pro Rad. Das heißt, jetzt ist er hinten wieder schmal, aber dafür wird er nicht schleifen. Wir drehen einfach ein paar Runden und gucken, was er macht. Jawohl. So, next try. An der Stelle auf jeden Fall danke an mein Team, die das überhaupt möglich machen hier mit Heizdecken und so weiter, dass man dann immer losfahren kann. Weil normalerweise kann ich natürlich nicht alles gleichzeitig machen. Mega geil. Nie ohne mein Team. CL500 ab jetzt wird radiert. Ja, also fühlt sich gleich 3 Sekunden schneller an hier auf jeden Fall. Nur durch den Sitz.
Ja, ein Satz mit X, das war wohl nix. Das war eine Nullnummer heute. Man hätte einfach ohne Sperre zu Hause bleiben sollen. Gucken, vielleicht sieht man das auf dem Video immerhin so ein bisschen. Wir wollen jetzt auch nichts kaputt spielen hier. Weil lange werden die Antriebswellen das nicht mitmachen. Aber was auch traurig ist, das, was ich mir im Hauptbremszylinder überlegt habe, hat auch nicht funktioniert. Also doch, ich trete nicht mehr ins Leere, aber das Verhältnis passt jetzt nicht mehr. Weil es ist tatsächlich so, dass der Bremsdruck, also die Pedalkraft ist jetzt mit dem großen Zylinder, großer Zylinder, so viel geworden, dass die Pedalkraft tendenziell eher in den hinteren Zylinder reingeht und das Verhältnis Bremsdruck vorne zu hinten nicht mehr passt. Ich hatte letztes Mal beim Fahren so 30 zu 20 war, jetzt ist es eher 20 zu 40. Und egal, was ich am Waagebalken drehe, ich kann es nur noch schlimmer machen. Und das, obwohl ich den vorderen Zylinder größer gemacht habe. Wo man eigentlich immer denken würde, nee, jetzt muss er ja vorne viel, viel mehr bremsen. Ist aber nicht so. Ein bisschen crazy, aber wir sind ja zum Lernen hier. Das können wir erstmal abbrechen hier. Ich würde sagen, wir fahren erstmal nach Hause, bauen vielleicht nochmal einen anderen Zylinder ein, gucken mal ein bisschen. Aber hier ist auf jeden Fall jetzt erstmal Ende. Schade, wäre noch dieses Jahr nicht mehr zum Fahren kommen hier. Aber egal, bin immer noch trotzdem happy. Aber was geil ist, ich habe im Motorsteuergerät ein bisschen rumgetippt, wie diese Max-ECU funktioniert. Das ist wirklich krass. Also es war wirklich wieder so on point. Ich wollte mit Absicht die unteren Gänge schwächer machen, wegen keiner Sperre. Das hat er sofort gemacht. Hab oben auf 2,2 geschrieben und hat direkt auf der geraden 2,1, irgendwas zwischen 2,1, manchmal hat er 2,2 geblinkt, so in dem Dreh. Also das macht das Steuergerät schon richtig Taco. Aber es ist krass, wie scheiße es ohne Sperre fährt. Ja, weil nicht ein bisschen. Es geht auch gar nicht so um den Moment, zum Beispiel auf die Startziel, auf die Kurve raus. Da okay, sondern viel schlimmer ist es in einer langgezogenen Kurve, wo du einfach nur versuchst, mit der Vorderachse das Auto durch diese Kurve durchzuziehen. Das macht er halt so gar nicht. Das heißt, aus dem ganzen Infield, es geht ein bisschen hoch, ein bisschen runter, sofort fängt immer ein Rad zu drehen. Und das dreht dann aber auch so richtig durch, als wenn es ja gar keinen Vortrieb hat. Das heißt, es funktioniert auch dieses Ganze mit Stabi und das andere Rad abstützen, so, das ist auch alles hinfällig. Also das war nix. Ohne Sperre wissen wir jetzt, brauchen wir auf jeden Fall nicht mehr losfahren. Aber als nächstes bauen wir erstmal einen Autobremszylinder. Also, zurück vom Bilsterberg wollte ich euch nur einmal zum Abschluss des Videos nochmal up to date bringen. Eine Sache haben wir am Bilsterberg ganz vergessen, und zwar, das ist unsere neueste Errungenschaft hier. Ich war mir erst nicht sicher, ob ich es optisch geil finde, mittlerweile finde ich es aber ganz cool. Ist einfach so eine 100 Euro Ebay-Lippe aus ABS. Die ist eigentlich gedacht, dass man die komplett unter die Stoßstange setzt. Ich wollte aber nach vorne hin ein schönes Schwert haben. Ein Schwert einfach nur dafür, um, wie sagt man, die Luft zu kanalisieren. Gefühlt hat es auch Wassertemperatur extrem gebracht. Ich bin auf einmal mit 80 Grad Wasser rumgefahren. Jetzt war es natürlich draußen auch kälter. Aber gefühlt funktioniert es wirklich gut, dass die Luft einmal natürlich nach oben in die Kühler kommt und unten gerade in den Unterboden rausgeht. Jetzt kann ich hier rüber, über die Strebe, natürlich auch noch das Schwert schräg in Wind stellen. In dem Moment kriegen wir natürlich vorne den Anpressdruck. Bisher ist es eher gerade ausgerichtet. Und ich wollte erstmal gucken, ob das Ding überhaupt dran bleibt, ist geschraubt und so weiter. Optisch finde ich es mittlerweile eigentlich ganz geil. Das hier muss natürlich noch schwarz gemacht werden, aber für auf die Schnelle, finde ich, geht das schon. So als kleines aerodynamisches Highlight mal wieder. Und da wollte ich euch einmal nur kurz up to date bringen. So, jetzt machen wir nochmal einmal zum Abschluss, weil es hat mir einfach keine Ruhe gelassen. Thema Waagebalken. Ich konnte es mir einfach nicht erklären. Ich verbaue jetzt von der Theorie her, die Bremse vorne und hinten ist gleich geblieben. Wir haben einen Hauptbremszylinder für vorne, wir haben einen Hauptbremszylinder für hinten. Beide Zylinder werden über ein Pedal betätigt. Nun verbaue ich einen größeren Hauptbremszylinder für vorne. Ich trete immer noch gleich ins Pedal, aber der Bremsdruck fällt vorne ab und ist hinten mehr geworden. Das heißt, vorher hatten wir ungefähr 30 Bar vorne, 23 Bar hinten. Jetzt haben wir eher 20 Bar vorne und 40 Bar hinten. Also es funktioniert null. Ich habe nochmal rückwirkend Kommentare gelesen. Der ein oder andere hatte es schon vermutet. Jetzt habe ich das Prinzip auch so langsam verstanden, weil man kann wirklich wenig Gutes dazu im Internet lesen. Weil das Problem jetzt gerade wird sein, damit ich mit dem größeren Hauptbremszylinder jetzt gerade vorne den Bremsdruck erzeugen kann, muss ich so viel Kraft aufwenden, weil großer Kolben heißt wenig Weg, viel Kraft, dass diese ganze Kraft beim Treten logischerweise in den hinteren Zylinder geht, wo ich nicht so viel Kraft brauche, um den Bremsdruck aufzubauen, weil da der Kolben kleiner ist.
Und wenn wir da außerhalb des Verstellbereichs der Waagebalken sind, können wir da auch nichts mehr hin und her stellen. Weil es geht einfach nicht, den Waagebalken so weit zu verstellen. Das wäre dann irgendwann, wäre der Hebel hier hinten, der vernünftig wäre, um die beiden Druckverhältnisse auszugleichen. Und genau das haben wir leider gemacht. Ich habe den vorderen Zylinder so groß gewählt, dass die Pedalkraft so hoch geworden ist, dass ich komplett außerhalb der Range bin und mit der ganzen Kraft, die ich ins Pedal drücke, zum Großteil eher Hub auf der Hinterachse erzeuge. So, und dann habe ich durch Zufall von Isar Racing tatsächlich mal ein Dokument gefunden, das findet man leider auf der Homepage nicht. Wichtige Hinweise zur Bremszylinderinstallation. Und da steht es auch tatsächlich genauso. Bremse blockiert hinten zuerst, war der Fall, hinten hat das ABS gerattert. Pedal ist hart, war auch der Fall. Vordere Bremszylindergröße reduzieren. Das heißt, ja, wir müssen leider diesen Zylinder da wieder rausfriemeln. Weil ich würde gerne in diesem Video noch zum Abschluss kommen. Weil jetzt gerade zählt für uns wirklich nur das Bremsdruckverhältnis vorne zu hinten. Weil ich weiß, mit 30 und 20 war die Bremse gut, da müssen wir wieder hin. Jetzt gerade kann ich natürlich wie ein Ochse reintreten, dann komme ich vorne auch auf 30. Hinten habe ich wahrscheinlich 60, das ABS macht einen super Dienst und regelt das runter. Aber das ist komplett konträr in die falsche Richtung. Ich will jetzt auch nicht anfangen, noch an der Bremse rumzuspielen. Deswegen, ich will jetzt einfach diese Waagebalken verstanden haben. Und ich glaube, wir kommen hoffentlich gleich, sonst weiß ich nicht, was ich mache, in die richtige Richtung. Das heißt, Hauptbremszylinder jetzt kleiner machen. Von ungefähr 24 mm gehen wir runter auf 20 mm. Das ist dann immer noch größer als der hintere. Und ich hoffe, dass wir damit von der Theorie her, das sind unsere beiden Zylinder, damit wir 30 und 20 Bar erzeugen, sollten im Idealfall beide Zylinder gleich weit Weg haben. Wenn sie gleich weiten Weg haben für den passenden Druck, heißt das, dass die Pedalkraft auch gleich ist. Weil die Pedalkraft ist ohne den Waagebalken dazwischen gleich den Hub, der den Zylinder macht. Wenn das nicht der Fall ist, weiß ich auch nicht. Aber ist echt krass, ich weiß nicht, wie viele Zylinder ich da noch von kaufen soll. Bis man da, also da liest man wirklich wenig drüber. Jetzt werden ganz viele wahrscheinlich auch wieder sagen, ey, hol dir doch einen Profi, lass doch nochmal irgendwen ran, wie auch immer. Nein. Ich lebe für diese Technik, ich lebe fürs Umbauen. Ich finde es einfach geil, diese Erfahrung selber zu machen. Das ist ungefähr das Gleiche wie, natürlich kann man sich einen richtigen Coach holen, der nochmal bei mir als Fahrer die letzten Sekunden rausholt. Ich finde es aber genauso geil, das auch einfach selber vorher zu lernen und selber so schnell zu werden. Weil ich glaube, dann lernt man noch viel, viel effektiver und kann sein Wissen auch viel, viel effektiver weitergeben. Aber es geht in die richtige Richtung. Deswegen tauschen wir jetzt mal den Zylinder. Eine Sache noch. Es ist einfach krass, wie das Auto ohne Sperre fährt. Wirklich, hätte ich nicht gedacht. Ganz anderes Auto. Also wenn ihr mit Frontantrieb auf der Rennstrecke fahrt, ihr braucht eine Sperre. Gar nicht unbedingt wegen Leistung, damit ihr aus den Ecken raus früh auf Gas sein könnt, natürlich. Aber es ist noch viel, viel mehr einfach die ganze Fahrzeugdynamik. Es fehlt einfach komplett, dass man Druck auf die Vorderachse kriegt. Ich weiß gar nicht, wie ich das erklären soll, weil das Problem ist einfach, wenn man gar nicht dieses Moment hinbekommt, dass das Auto gezogen wird, und es sich zeitgleich auf der Hinterachse abstützt, kriegt man es gar nicht hin, dass er sich dann vorne wieder, dass man Druck auf die Achse kriegt. Also war ganz ekliges, ganz komisches Gefühl. Fuhr sich so ein bisschen so wie, als wenn man den Stabi ausbaut, so würde ich mal ungefähr sagen. Wobei Stabi ausbauen heißt eigentlich immer mehr Traktion, in dem Fall war es eher weniger Traktion. Ja, war auf jeden Fall ganz komisch. Also wirklich kleinste Bodenwelle gleich in der Luft, Mausefalle über die Kuppe. Im dritten, egal, im vierten. Der allerekligste Mutkurve, fährt man irgendwie Kurvenausgang 160 und auf einmal dreht das innere Rad durch. Das ist halt irgendwie, ja. Vor allem sind das dann auch so Momente, wo man weiß, was in dem Moment in dem Differential los ist. Wenn halt bei 160 das eine Rad 160, das andere KA und 220 fährt. Und wenn da mal in dem Moment irgendwie ein bisschen Karies oder so ist, macht man halt immer so einen richtigen Abflug, wenn da mal was blockiert. Ne? Deswegen habe ich es dann nach ein paar Runden sein lassen und habe gesagt, nee, du. Ne? Aus dem Bauch, weil es viele von euch wissen wollen werden. Ich würde sagen, Differenz zwischen mit Sperre und ohne Sperre, in diesem Fall bei dem Auto schon mit gedrosselter Leistung. Ich habe in den unteren Gängen die Leistung massiv runtergenommen, sage ich mindestens 5 Sekunden. Die wären es gewesen dann. Unglaublich. Bilster Berg. Wird auf einer Strecke wie Oschersleben vielleicht nochmal ein bisschen was anderes sein, aber auf dem Bilster Berg, so die ist durch das Infield und so, war das schon krass. Wirklich. Egal. Genug geschnackt, wollen ja mal ein bisschen was machen hier in dem Video noch. Das heißt, wir friemeln jetzt hier unseren ganzen Kasten raus und dann müssen wir diesen Zylinder tauschen. Also das klappt doch erstaunlich gut mit dem Ein- und Ausbau. Ich hatte schon wieder mehr Bammel, aber das hat jetzt keine 20 Minuten gedauert. Und schon haben wir den gleich hier in der Hand. Und das endlos Gewinde.
Ja, das ist bei so Rennautos echt krass. Also Rennautos, ich sag mal, bei Autos, die, das habe ich in den letzten Jahren auf jeden Fall gelernt. Man muss sich, wenn man etwas baut, schon gleich überlegen, wie es in dem Falle ist. Wenn man da später ran muss, kommt man gut ran oder kommt man schlecht ran. Weil gerade bei solchen Autos ist da definitiv das immer, man muss einfach immer ran. So, die sind übrigens gekennzeichnet über diesen geilen Kabelbinder. Ist in dem Fall der weiße. Der weiße hat 23,8. Der neue ist orange, der ist 20,6. Zwei Nummern kleiner. Auf der Hinterachse haben wir jetzt gerade 16,8. Das ist schon, wenn man ehrlich gesagt gerade probieren, geht über studieren, gucken, dass man irgendwie, ja, keine Ahnung, dass man es irgendwie einfach hinkriegt, dass es passt. Ja, danach haben wir alle im Regal, das ist auch gut. Genau, irgendwann haben wir alle. Ich bin aber gerade echt ganz froh, dass er so einfach getauscht war. Aber man sieht halt auch immer krass den Unterschied mit. Also selbst bei den beiden sieht man es ja schon, wobei hier geht's so. Ja, das ist geil. Ist ja, boah, doch, so ein bisschen. Ein bisschen. Ja, aber zum anderen ist halt krass, ne? Ja. Und dann mal rein damit. Und dann steigen wir gleich ins Video nochmal ein, wenn wir mit Lüften sind. Zylinder ist drin. Das Gute an der Waagebalken ist tatsächlich, man braucht nur zwei Räder entlüften, weil wir haben ja den Kreislauf komplett getrennt, vorne, hinten. Da wir hinten nicht angefasst haben, brauchen wir tatsächlich nur vorne entlüften. Das finde ich schon mal gut. Macht es auf jeden Fall deutlich einfacher. So, ich mache es tatsächlich bis heute herkömmlich. Einer setzt sich rein, in dem Fall ist Tim, und pumpt. Ein bisschen für das rechte Unterbein noch was machen. Und dann ganz wichtig bei Vierkolben-Sätteln immer innen und außen aufmachen. Ich mache immer erst innen auf, dann außen auf. Das auf beiden Seiten 3-4 Mal und fertig. Komm, wir schmeißen mal rein. Ja, machen wir. So. No. Schon Druck da? Ein bisschen, ja. Okay. So. Ja. Und dann jetzt immer pumpen und den Druck halten, hält's ja, ne? Jo. Ja. Ja, pumpen. Halten. Jo. Langsam tut sich ja was. Ich halte. Ah ja, jetzt gerade. Ich sehe es halt auch immer perfekt am Zylinder, also am Behälter, ob sich was tut oder nicht. Und bisher kam nichts, aber jetzt ist er gerade gut runtergegangen. Also hältst du? Ja, ich halte. Ah ja, jetzt saugt er gerade richtig. Jo, jetzt habe ich auch Volldruck. Ganz wichtig ist immer, bevor leer ist, lieber wieder was auffüllen, weil wenn natürlich einmal, also das Prinzip ist folgendes, man pumpt, hält dann das Pedal gegen den Druck. In dem Moment, wenn ich den Behälter aufmache, also das Entlüftungsventil, geht der Bremskolben bis ganz unten. Die Luft ist in Anführungsstrichen raus. Und in dem Moment, wenn der Bremskolben nach hinten geht, zieht er von oben wieder Flüssigkeit. Das heißt, wenn da Luft ist, zieht er die Luft wieder rein. Das heißt, immer den Behälter im Auge behalten. Das reicht jetzt für die Seite. Jetzt gehe ich einmal rüber. So, Tore Wehmeier. Geht ab. Hallo, guten Tag. Achso, ihr filmt. Ach du Scheiße. Ich bin krank geschrieben, nein, Spaß. Ja, du hast eine richtige Arbeit gehabt, ne? Einfach mal Druck drauf, ne? Von der Arbeit war nicht die Rede. Es ist Freitag, dann wird ein Bier. Ah, da war gerade hier. Der war luftig. Warte, bleib mal auf Pedal stehen. Ja, okay. Weil man kann es nämlich zur Not immer noch retten, indem man jetzt was drauf gibt. Oh. Um den Leuten einmal zu zeigen, was jetzt hier so ging. So viel haben wir da jetzt gerade durchgezogen. Boah, krass. Ganz viele sagen immer, musst mit Druck entlüften, musst so entlüften, musst so entlüften. Wenn man da richtig Druck drauf macht und das halt vernünftig macht, kann ich nichts Negatives zu sagen. So, ja, jetzt machen wir gleich mal Zündung an und gucken mal, was wir so sagen. Ja, ich würde sagen, anderthalb Stunden ist okay. Kann man machen, ne? Ja. Anderthalb Stunden passt. Bremse ist entlüftet, vorne ist alles wieder drin. Wir betätigen erstmal unseren Killschalter hier. Ja, dann machen wir mal an hier. Dann kannst du hier mal Zündung anmachen. Und dann schauen wir mal. Das ist jetzt so ein bisschen Magic. Also wir haben jetzt einen Waagebalken genau in der Mitte. Jetzt dreht man langsam drauf. Schlecht. Das ist nicht so gut. So, und ihr seht jetzt wieder, wir haben wieder, also es ist besser geworden, keine Frage. Definitiv. Aber es ist immer noch viel zu viel. Jetzt gehen wir mal mit dem Fuß runter. Jetzt drehen wir mal einmal Waagebalken nach ganz vorne. Dreht jetzt mal. Alter, krass. Also man sieht schon, wie doll er verstellt, aber trotzdem nicht so viel, wie wir eigentlich gerne hätten. Das heißt, er wird jetzt gerade immer noch überbremsen.
Okay, ja, warte mal, bleib du doch mal drin, ich muss mal vorne anders gucken. Und jetzt haben wir es schon so, dass er komplett parallel läuft. Vor allem, wenn ich jetzt sehe, wie viel wir gerade, also wie wenig die Differenz jetzt gerade geworden ist, weiß ich, dass wir halt mit dem Zylinder noch viel, viel, viel kleiner müssen. Das erste Setup, was ich gefahren war, war 15.0 hinten, 16.8 vorne. Damit war es ja so, dass wir selbst damit auf Waagebalken Maximum gerade mal so die Bremse ungefähr hinbekommen haben. Das heißt, eigentlich müssten wir fast beide Zylinder in dem Fall gleich groß machen. Aber da war ja das Problem, dass der Weg dann für die Vorderachse viel zu groß war. Das heißt, wir bräuchten beide Zylinder gleich groß werden nach hinten. Also ich kann es mir bis heute nicht erklären. 15.0 und 16.8. Und wir wollen die Vorderachse stärker machen. Und sind jetzt ja so weit, dass wir Zylinder kleiner machen. Ging in meinen Kopf vorher einfach nicht rein. Das heißt, jetzt zur Sekunde könnten wir nur noch eine Sache testen. Das ist, dann wird das Pedal allerdings richtig brettbockhart. Hinten den großen rein. Genau. Ja, dann kannst du das Pedal ja gar nicht mehr. Das finde ich als Rennfahrer eigentlich ganz geil, das finde ich jetzt nicht so schlimm. Okay. Aber nur für die Theorie, ob es daran liegt. Boah, die Leute werden wieder denken, das ist Jugend forscht hier, aber ich sage euch, das ist einfach Lebenserfahrung im Rennsport, die braucht man einfach. Weil es war nicht so, dass du bei Isar Racing anrufen kannst, die können dir sagen, zu dem Bremsquerschnitt vorne und dem Bremsquerschnitt hinten, die und die Zylinder einbauen, geht nicht. Das heißt, wir müssen es leider testen. Ja, dann müssen wir das wohl tun. Wobei ich dachte gerade, wir müssen beide tauschen, wir müssen ja theoretisch nur den vorderen umbauen, ne? Nur den hinteren umbauen und da den großen einbauen. Okay, alles klar, los geht's. 12 Sekunden später. Also gesagt, getan. Das ist zum Glück auch die Seite, die man hier wirklich ohne Probleme ratzfatz einfach gerade rausschrauben kann. 16.8er. Jetzt kommt der grüne 0,33er rein. 0,25. Ah, nee, stimmt, ist ja 0,25. Nee, jetzt kommt der. Nee, warte mal, ist noch ein anderer hier. So viele Zylinder mittlerweile. Und der weiße. Das Gute ist, wenn wir irgendwann mal eine andere Bremse anbauen, haben wir auf jeden Fall schon mal alle möglichen Dinger da. Weil die sind leider auch nicht alle mehr lieferbar. Das ist halt schon krass, ne? So, und die Theorie hier hinter ist jetzt, dass sich der größere Zylinder hinten gleich vom Pedaldruck her, also von der benötigten Kraft her, so schwer treten lässt, dass die ganze Kraft in den vorderen geht. Übertrieben gesagt. Das heißt, das Pedal wird bretthart werden, weil wir jetzt zwei relativ große Zylinder drin haben. Aber mit Glück können wir die Waagebalken endlich mal vernünftig verstellen. Aber das werden wir in wenigen Sekunden wissen. Also mit der Nummer können wir mittlerweile im Zirkus auftreten, glaube ich. Also das waren wirklich jetzt, weiß ich nicht, Viertelstunde Zylinder getauscht? Hast du schon? Hast du schon. So, also wir haben jetzt Waagebalken auf der Mitte. Wenn jetzt alles gut läuft, tritt man ganz leicht rein. Da muss immerhin schon mal weniger Druck sein als hinten als vorne. Drücken müssen, oder? Okay, aber es ist immerhin weniger geworden, ne? Ja, ja, wir haben uns genähert, aber so. Es ist immer noch mehr hinten wie vorne. Genau, weil ich weiß noch, in den allerersten Videos mit 15 und 16 war es definitiv so, dass wir verstellen konnten über diesen Punkt hinaus. Das war jetzt genau in der Mitte eingestellt. Jetzt sind wir ganz vorne. Vorne mehr wie hinten. Okay, jetzt ist es tatsächlich so, Wahnsinn. Jetzt haben wir es tatsächlich so, wie wir gefahren sind. Ich habe jetzt gerade keinen Taschenrechner zur Hand, aber flächenmäßig wird es auch so sein. 15,0 mm von der Fläche her zu 16,8 mm von der Fläche her wird das gleiche sein wie jetzt gerade 20,8 und was habe ich gesagt? 23, aber hier vorne, ne? 23,8. Ne, wir haben hinten 23,8 und vorne 20,8. Ja, okay, die Fläche von 23,8 ist auf jeden Fall mehr als. Warte, jetzt will ich es ausrechnen. Jetzt interessiert es mich. Gib mir eine Sekunde. 12 Uhr mitternachts. So, also, wir hatten vorher 15,0. Das sind 7,5 mm mal 7,5 mm mal Pi 3,14. 176. Können Sie es merken? 176. 16,8 durch 2 sind 8,4 mal 8,4 mal 3,14 sind 221. Geteilt durch, was hat man eben gerade? 176.
176. Das heißt, wir hatten ein Verhältnis von 1,25. Und jetzt gerade haben wir verbaut, ich muss mal einmal nachgucken. Jetzt haben wir gerade, war ist ja auch schon wieder Quatsch, was ich erzähle. Weil wir haben jetzt ja gerade hinten einen größeren. Ja. Das heißt, ich brauche das Verhältnis gar nicht ausrechnen. Weil wir haben ja definitiv hinten den größeren Zylinder. Ja. Das heißt, wir wären jetzt theoretisch gesehen im Vergleich zu dem vorher bei einem Minus. Oder bei einem unter 1. Genau. Und trotzdem ist es jetzt von der Bremsverstellung her nicht so. Also ja, wir können ihn jetzt endlich wieder in die Richtung verstellen, aber nicht so krass. Weil wenn ich jetzt von vorhin in unser Bild reingehe, was ich euch vorhin noch vorgelesen habe. Bremse blockiert, hinten zuerst, Pedal ist zu hart. Vordere Zylindergröße reduziert. Das heißt, das Einzige, was wir jetzt immer noch machen könnten, wäre vorne noch weiter reduzieren. Wir sind ja aber nur bei 20 Grad. Wenn wir jetzt noch weiter reduzieren, wird der Weg wieder länger. Nicht, dass die Bremssättel einfach so ungeeignet für eine Waagebalken sind, also für einen Zylinder vom Weg her, dass die Bremssättel, die Kolben einfach viel zu groß sind, weil das 42 und 40. Es sieht vom Hebelweg her schon gesund aus. Weil es ist vom Weg her definitiv, dass wir vorne, ja, ich sag mal realistisch vom Weg her vorne ein Drittel haben. Ein Drittel des Zylinders können wir jetzt gerade als Weg haben. Ja, ja klar, wenn jetzt während der Fahrt wieder dazu kommt, dass der Belag sich ein bisschen wegdrückt und so weiter, wir können mit dem Zylinder einfach nicht kleiner gehen, Punkt. Ja, geht nicht. Schlussresümee für dieses Video. Wir können mit dem vorderen Zylinder definitiv nicht kleiner gehen, sonst ist wieder das Risiko, dass wir pumpen müssen. Wir können allerdings auch mit dem hinteren Zylinder nicht größer werden, weil wir, also ja, doch, könnten wir. Wir haben jetzt 23,8 drin und es würde noch einen 25,4 geben, den gelben. Ja, 1 Zoll dann, ne? Genau, wir könnten hinten noch größer werden. Hinten noch größer werdend gibt der Hersteller vor als Bremse blockiert, hinten zuerst, Pedal ist zu weich. Ja, vor allem, wenn du von hier drauf guckst. Dann bewegt sich nichts. Das fühlt sich auch genauso an. Ja, das ist halt wirklich gar nichts. Okay, das können wir nicht machen. Den vorderen Zylinder kleiner machen, wird in der Kombination nichts bringen. Ich befürchte einfach, das vordere Volumen des Sattels ist kacke. Egal, wir haben es jetzt immerhin wieder so, dass es ungefähr ist wie am Anfang. Wobei, nee, warte mal, ich muss mal einmal ins Video reingucken. Wir müssen noch mal eine letzte Sache testen, weil ich glaube schon, dass wir weiter vorne sind als sonst. Ich gucke mal einmal ganz kurz nach. Kurz im alten Video geguckt. Wir hatten damals, da haben wir sogar noch mit Manometern am Sattel gemessen und ich habe damals noch gesagt, Alter, ist das eine Scheiße, warum habe ich nicht gleich einen Sensor eingebaut? Wir hatten vorne 110, hinten 90. Das ist runterskaliert auf, weil ich glaube, wir kommen jetzt gar nicht auf 110, 90, ne? Nein. Weil jetzt sind die Zylinder so groß, dass der Pedaldruck so viel wird, dass man gar nicht drauf kommt. Runterskaliert sind das 70, 57 runtergerechnet, weil der Druck ist einfach linear. So, und jetzt tret mal rein hier, dass du vorne auf 70 kommst. Wobei René würde auch 110 schaffen, bin ich mit dir. Ja, putzig. 70, 55, ne, ungefähr, ne? Ja. Junge, wie dein Bein zittert. Ich verstehe es nicht. Also wirklich, ist eine Nummer zu hoch für mich. Ich bin mal gespannt. Das lacht schon vorne. Also wenn es unter euch einen Experten gibt, er ist wirklich eingeladen auf eine Pizza, ein Bier, wie auch immer, kommt bitte vorbei. Es ist wirklich keine Luft drin. Wir haben angefangen 16,8 vorne, 15,0 hinten und haben vom Druck her das gleiche Verhältnis gehabt wie jetzt mit 23,8 hinten und 20,8 vorne. Also vorher war der vordere Zylinder größer, jetzt ist der hintere Zylinder größer und trotzdem ist das Druckverhältnis gleich. Das heißt, jetzt bremst es immerhin so wie damals. Plus, wir haben den Weg, es wieder auszugleichen. Warum, wieso, weshalb, kann ich auch nicht sagen. Vielleicht ist einfach der Bremssattel vorne, keine Ahnung. Ich dachte eigentlich immer, ich war in Physik ganz gut. Aber ich würde es ja verstehen, wenn wir jetzt gerade die Waagebalken in die falsche Richtung gedreht haben. Und wir sie jetzt gerade nach ganz hinten gedreht haben und es noch weiter runterdrehen könnten. Aber Waagebalken steht an der gleichen Stelle. Ist ganz vorne gedreht, genau, deswegen. Weil, auch nochmal zum Zeigen, eben waren wir ja bei 70, 57, drehe ich es jetzt komplett nach hinten, dann wird auch das Pedal gleich bretthart werden. Du musst gleich merken, da geht da gar nichts mehr. Boah, Alter. Genau, andersrum, also wir sind auch von der Waagebalken her richtig. Egal, liebe Leute, was soll ich sagen? es ist Winter. Wenn es einen Experten gibt,
Variante 1, kommt zur Essen Motorshow. Schreibt mich kurz an, schreibt mir eine E-Mail, wie auch immer. Ich bin nicht mit meinem Latein am Ende, aber wir haben es jetzt probiert. Ich wüsste jetzt nicht, wie ich es hinkriege, dass ich vorne mehr Bremsdruck habe, hinten weniger mit einer moderaten Waagebalkeneinstellung. Dass ich zum Beispiel, angenommen, es würde es anfangen zu regnen und ich würde gerne hinten wegnehmen. Kann ich nicht, weil ich bin ganz vorne. Ich kann jetzt aber auch nicht vorne einen kleineren Zylinder einbauen. Ich könnte halt hinten noch einen größeren einbauen. Aber das haben wir ja gerade schon gemacht. Ja, egal. Reicht für dieses Video. Immerhin haben wir schön uns einen zurechtgeschraubt hier und haben mal gezeigt, dass halt nun mal nicht alles sofort immer funktionieren kann, perfekt ist. Ich denke, der ein oder andere von euch hätte auch schon lange aufgegeben. Aber ja, wir freuen uns auf die Essen Motorshow. Jetzt kommt der Winter. Vielen Dank. Tschüss und bis zum nächsten Mal.